Hallo und herzlich willkommen, Freunde, heute zu einem weiteren Tutorial mit einem kleinen Trick, wie ihr wieder einmal massiv viel Geld scheffelt. Wir sind hier in Rattay. Rattay versorgt uns von vorn bis hinten. Ich hoffe, ihr habt das andere Video geguckt mit den 120.000 Groschen in nur 2 Minuten. Und hier habt ihr einen weiteren Spot. Wir sind in der Burg und hier unten links gibt es einen Keller. Normalerweise sind hier keine Leute, aber ihr könnt ruhig die Tür zumachen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und diese Tür hier, oh, seht, da kommt sogar eine. Diese Tür hier war verschlossen gewesen. Diese war mit einem sehr schweren Schloss versehen. Ich habe ungefähr 10 Dietriche abgebrochen, bis meine Fertigkeit Dieb im Glück gegriffen hat, die ja das Schloss öffnet zu einer 10%igen Wahrscheinlichkeit. Und hier seht ihr eine riesige Waffenkammer und des Weiteren hier wieder 2 Kisten. Diese Kiste war auch mit einem sehr schweren Schloss versehen, aber ich hatte auch den Schlüssel, komischerweise, keine Ahnung woher, aber ich hatte ihn. Und schaut mal, was hier alles drin ist. Ja, also wenn ihr hier wieder sammeln wollt, dort habe ich jetzt noch nicht zusammengerechnet, aber müssten auch wieder locker 50.000 Groschen sein, wenn nicht sogar mehr, kommt mir mehr vor als in der anderen Kiste. Also sagen wir mal auch 120.000 Groschen, die ihr hier wieder rausholen könnt, von vorn bis hinten. Das Einzelne, was hier noch rumliegt, könnt ihr auch noch alles einsammeln und noch ein paar Zusatzgroschen herausholen. Ja, und ich hoffe, dieser Spot hat euch geholfen. Aber so viel Geld, wie wir hier machen können, haben die Händler im Spiel meistens nicht zur Verfügung. Also würde ich alles, was ihr geklaut habt, gleich hier in dieser Kiste parken. Und ihr seht, meine Kiste ist auch schon voll von oben bis unten. Und ich verkaufe alles nach und nach. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so viel Geldmangel. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch geholfen hat. Schaltet ein beim nächsten Mal oder begebt euch auf Schatzsuche. Dort habe ich einige Videos zu gemacht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Habt viel Spaß beim Suchen und haut rein.